Heute werfen wir einen Blick auf die Pico Spur-N-Motoren, denn ohne Motoren bewegt sich nichts. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, eine gute Stromversorgung ist nur die Hälfte der Miete, denn ohne Motor bewegt sich auf unseren Anlagen nichts. Im heutigen Video möchte ich euch zwei Motoren, die in den Pico Spur N Modellen der DDR-Zeit verbaut worden waren, vorstellen. Zum einen handelt es sich um den Pico Typ 2024, der bis Ende der 60er Jahre eingebaut wurde, und dann dessen Nachfolgemodell, der Typ 2032. Kurz noch zur Definition eines Motoren. Ich lese hier vor aus dem Transpress-Lexikon Modelleisenbahn, Seite 137. Dort steht: Motor, Maschine, die durch Energieumwandlung mechanische Antriebsenergie erzeugt. Ein Elektromotor besteht im Wesentlichen aus einem feststehenden Teil, Stator, Ständer, und einem beweglichen, meist rotierenden Teil, Rotor, Läufer. Rotor und Stator tragen Wicklung, deren elektromagnetisches Feld bei Stromdurchgang aufeinander einwirken und eine Drehbewegung des Rotors hervorrufen. Die Stromzuführung zur Rotorwicklung erfolgt mittels Bürsten und auf der Rotorwelle angeordneter Schleifringe. Zur Erzielung eines guten Rundlaufs des Motors werden Stator- und Rotorwicklung in mehreren Teilwicklungen aufgeteilt, Pole. Wollen wir etwas genauer sein, dann handelt es sich bei den kleinen Pico Spur N Motoren um Permanentmagnetmotoren, Zitat auch wieder aus dem selbigen Buch: Kleinstmotor, der statt Feldspulen einen Permanentmagneten, im Allgemeinen als Stator, hat und nur für Gleichstrombetrieb geeignet ist. Die Umsteuerung der Drehrichtung erfolgt durch Umpolen der angelegten Gleichspannung. Zwischen Drehzahl und angelegter Gleichspannung besteht ein linearer Zusammenhang, das heißt, eine Drehzahländerung ist einfach durch proportionale Änderung der Betriebsspannung des Permanentmagnetmotors möglich. Und hier haben wir den kleinen Permanentmagnetmotor vorliegen. Es ist der Typ 2024, in den 60er Jahren eingebaut in sämtliche Fahrzeuge, die damals Pico produziert hat. Hier, dieser Motor war defekt, deshalb kann ich ihn jetzt leicht öffnen und wir schauen einmal hinein. Wir sehen hier das Gehäuse. Dort ist dieser besagte Feldmagnet dann eingebaut. Das ist dieser Zylinder quasi. Und dann habe ich hier noch einmal die eigentliche Wicklung. Also das, was dann rotiert, was sich dreht. Es ist ein Dreipolmotor, also drei Wicklungspakete haben wir hier zu sehen. Dieser Feldmagnet ist eigentlich schon mal recht kräftig. Wir haben eine Umdrehung bei 12 Volt von 7000 Umdrehungen pro Minute. Dieser Motor treibt dann die beiden Endungen an, diese Schneckenwellen, und die treiben dann wiederum die Räder der jeweiligen Lokomotive an. Das Ganze ist aus Plaste gebaut, also hier dieser Motorschild letztendlich ist aus Plaste gemacht. Die restlichen Teile sind aus Metall. Hier noch einmal in der Nahaufnahme. Dort sehen wir die Schneckenwelle und die einzelnen Bauteile. Dann packen wir einmal das Modell aus den 1960er Jahren, eine der ersten Loks, die Pico produziert hat. Es handelt sich um eine V180. Hier noch richtig schön schmutzig. Wir werden sie jetzt unten dann dementsprechend aufschrauben, diese vier Schrauben öffnen, um an den eingebauten Motor zu kommen. Das Gehäuse lässt sich gut abnehmen und der Motor Typ 2024 ist hier in seiner Halterung. Er wird einfach eingesteckt und die beiden Schneckengetriebe bewegen hier die unterliegende Zahnräder. Der Motor lässt sich ganz einfach herausziehen und in der Garantieurkunde ist dann auch aufgelistet, wie das Ganze funktioniert und wie man ihn pflegen kann. Und diese Pflegetipps werde ich jetzt zumindest hinsichtlich des Motors etwas beherzigen.
Und das Ganze werden wir jetzt versuchen nachzuempfinden. Also wir haben hier den Motor. Wir haben hier dieses grüne Plaste, das hält die Gestänge im Motor drin. Und an diesem Modell ist das Besondere, dass die Kohlen, also die Kohlebürsten, durch gespannte Federn eingedrückt werden. Und diese beiden Federn sehen wir jetzt hier. Die kann man ganz leicht dann rausnehmen, hochheben, dann entspannt sich das. Und dann kann man die Kohle, die ist viereckig, so dann hinausnehmen. Die Kohle hat eine Länge von 5 mm, eine Breite von 2 mm, eine Höhe von 1 mm. Hier sehen wir sie im Ganzen, also ein kleines Klötzchen, das durch die Andruckfeder an den Kollektor gedrückt wird. Die ganze Kohle ist mit Kupfer durchwirkt, also ist jetzt kein reines Graphit, sondern verstärkt durch Kupfer, das war in der Frühzeit von Pico in den 60er Jahren, war es häufiger, um das Material etwas widerstandsfähiger zu gestalten. Ja, und mit einer Pinzette kann man das Ganze wieder einführen, ganz leicht. Man drückt es dann hinein, man spannt die Feder wieder drüber und das Ganze ist dann restauriert. In der Gebrauchsanleitung wird gesagt, dass nach 100 Betriebsstunden ungefähr die Kohlen ausgewechselt werden müssen. Kann stimmen, mir ist es noch nie untergekommen, dass ich jemals eine Kohle verbraucht hätte. Ersatzkohlen gibt es aber auch, beispielsweise im Fischer Online-Shop. Dort werde ich das Ganze auch nochmal verlinken. Ist keine bezahlte Werbung hier, einfach nur damit ihr es findet, damit ihr Ersatz habt. Und so war er noch einmal ein super schnelles Ding, als er nagelneu als Motor zwischen Rädern hing. So sang es die Band Sternkombo Meißen auf ihrer Platte Der Weite Weg aus dem Jahre 1979. Das gehörte Lied heißt Der Motor und hört doch gerne mal rein. Anfang der 1970er Jahre bringt Pico dann einen neuen Motor, einen stärkeren, auf den Markt. Mit 9000 Umdrehungen pro Minute und auch mit einem veränderten Haltersystem für die Kohlebürsten. Und zwar haben wir jetzt hier diese Messingspangen, die man einfach mit dem Fingernagel hochhebeln kann. Und die jetzt runden Kohlebürsten werden auch durch diese Andruckfedern noch zusätzlich gehalten. Der Motor wird geöffnet, indem man den Motorschild etwas dreht und mit diesem Nippel dann hinauszieht. Kohlen sind wie gesagt diesmal rund, eine Länge von 3 mm und einen Durchmesser von 2 mm. Hier putze ich den etwas. Das Ganze ist schmutzig gewesen. Hier mit Isopropanol werde ich jetzt Kohlenschmier abnehmen, um die Leitfähigkeit wieder etwas zu verbessern. Und hier einmal Blick in den Motor selbst hinein. Wir sehen den Kollektor, also diese glänzende Scheibe, dort wo dann die Kohlen aufliegen und für die Leitung dann sorgen. Das Ganze drückt man dann wieder hinein, fixiert das. Jetzt führt man die einzelnen Kohlen wieder ein, hier mit der Pinzette in diesen runden Kanal. Die Kohlen gleiten dann wie von selbst hinein. Können wir ein bisschen nachdrücken, damit es dann unten ankommt. Dann werden die Federn eingesetzt. Hier muss man etwas aufpassen, denn die Federn können auch zum Teil leicht wegspringen. Am besten ist es, wenn man sie einfach nur hineinsetzt in beide Löcher und dann die Messingspangen leicht und vorsichtig aufsetzt, drauf drückt auf ganzer Fläche, damit die Feder nicht plötzlich hervorspringen kann und verschwindet. Dann wird der ganze Motor wieder hineingedrückt. Die Stromabnahme läuft über diese beiden Laschen, die hier linke Hand gesehen habt. Dort wird der Strom auf diese messingfarbenen Spangen dann aufgelegt und der Motor nimmt da den Strom ab. Ja, und das ist letztendlich das ganze Geheimnis dieser beiden Motoren. Sie sind recht pflegeleicht, funktionieren gut, funktionieren stabil und auch die Reparatur bzw. die Pflege funktioniert eigentlich relativ einfach, wie bereits jetzt gesehen.
Die Motoren, die Pico für die Spurweite H0 produzierte, waren unweit vielgestaltiger. Und ich stelle euch einmal einen besonderen Motor vor, der mir gut gefällt. Und diese Lok hier, die E46, gehört auch zu meinen Lieblingsmodellen, die Pico produziert hat, hier in den 1960er Jahren. Das Modell mit Kunststoff-Plastikgehäuse mit diesem Motor, der eingelassen ist in die beiden Drehachsen. Ganz interessant, es wird so eingehängt. Und um die Lok aufzumachen, muss man oben die Pantographen abnehmen, schraubt man ab. Dann hat man diese große Schraube, die öffnet man. Und wenn man das beidseitig getan hat, kann man auch das Gehäuse abnehmen. Wir haben hier diese beiden Gewichttürme links und rechts und in der Mitte der eigentliche Permanentmagnetmotor. Die beiden Drehgestelle nehme ich nun weg und es bleibt uns der Motor. Wir sehen hier in der Mitte jetzt den Motorschild mit den beiden eingelassenen Schächte für die Kohlebürsten. Wir drehen das Ganze einmal unten, dann haben wir die Schrauben, können wir es öffnen. Andere Seite mit den großen Messingzahnrädern. Dieser Motor ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, um zu basteln. Ich liebe ihn, ich bastel sehr gerne dran, ich reinige den gerne. Hier sehen wir die Stromabnahme, die funktioniert über diesen Spannbügel und hier die eigentlichen Kohlebürsten, die festgehalten werden durch diese Andruckfedern. Die kann man ganz leicht zur Seite nehmen. Und dann die Kohlen aus dem Schächten gleiten lassen. Es sind Rundkohlen mit Einschnitt, auch wieder zwei verschiedene, auch mit Kupfer durchwirkt. Und nun werden wir jetzt mal hier diesen Schild abnehmen. Oben habe ich die Schrauben gelöst und jetzt nehme ich den ganzen Schild ab. Hier haben wir den Kollektor. Wir haben den Motorschild von der anderen Seite mit Drosseln etc. alles drum und dran. Die andere Seite nun, das Ganze lässt sich gut reinigen, lässt sich dann später auch gut zusammenbauen. Hier sehen wir das Umliegende, also links und rechts, das sind die Magnete. Das ist jetzt hier der Kollektor, das ist auch ein Dreipolmotor. Den kann man dann rausnehmen, jetzt hier rausgenommen, jetzt werfen wir einen Blick hinein. Dort sehen wir die großen Zahnräder, Metall, hier Stahl und Messing. Das Ganze dreht sich gut, man kann das dann noch weiter ölen. Hier haben wir die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Pole und die Wicklung in diesen Anker. Wenn man den gut pflegt, bewegt er sich auch schön rund. Man hat damit überhaupt keine Probleme. Wenn man den Motor einführt, dieser Permanentmagnet, der drumherum läuft, ist sehr stark. Also es kam sogar bei einigen Modellen, habe ich schon festgestellt, dass mir das dann das ganze umliegende Material magnetisiert hat, weil es wirklich unheimlich stark ist. Und das Wechseln dieser Kohlebürsten ist auch eigentlich kein Problem. Die führt man ein, dann kommt wieder die Andruckfeder drauf und man hat das Ganze dann wieder repariert. Hier führe ich die Stromabnahmeleisten wieder an. Nun habe ich das Ganze wieder repariert. Die Lok ist großartig, gucke ich mir gerne an und ich wollte euch einfach nur mal den Motor zeigen, dass Pico auch in der Nenngröße H0 sehr interessante Motoren gebaut hat. Und damit endet meine Motorenkunde für Spur N. Die gezeigten Motoren, also Typ 2032 und Typ 2024, waren für sämtliche Lok-Varianten bis auf die Dampfloks, die Pico produziert hat für Spur N, also die BR65 und die BR55 geeignet. Deren Motoren werde ich dann später noch einmal vorstellen. Aber so viel sei es für diesmal bezüglich der Motoren. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es doch gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Motoren gemacht habt. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Was bleibt mir zu sagen? Glück auf und fahrt frei!